Moin und willkommen bei Knöbel zockt. Ich bin Knöbel und wir zocken. Was zocken wir? Gothic 1. Und in der letzten Folge haben wir unser erstes Level abgekriegt und sind alle unser Erz losgeworden. Ich glaube, uns sind noch irgendwie 2 Erz oder so geblieben. Kein einziges. Wundervoll. Was natürlich jetzt die Nutzung unserer Punkte sehr bescheiden macht. Wir haben zwar das langfristige Ziel, Magier zu werden, aber ich halte es für sinnvoll, wenn wir trotzdem unsere Fähigkeiten ein bisschen verbessern. Gerade was das Schlösseröffnen angeht. Denn ich glaube, dass wir viele Truhen noch ausrauben werden können. Und dann hätten wir auch gleich... Weißt du was? Ich tue dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Ja, und eigentlich wollte ich sagen, dass wir dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben, denn wir haben A, was Cooles gelernt und B, haben wir Fingers davon überzeugt, dass wir ein toller Hecht sind. Und das wollen wir ja. Und Mats Vorschlag ist natürlich hervorragend. Also gehen wir jetzt mal zu Fingers und labern mal mit dem eine Runde und dann werden wir gucken, wo uns das hinführt. Was kannst du mir bei... Kommt drauf an. Was willst du wissen? Alles. Genau, Schloss eröffnen wäre ganz cool. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Ja, okay. Das sind jetzt natürlich super Tipps, mit denen wir, ohne die wir niemals im Leben irgendwas gelernt hätten. Also weniger Gewalt an Dietrichen. So, jetzt gucken wir mal. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Oh, hervorragend. Klasse. Das war ja gar nicht so... Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Bestechende Logik. Bestechende Logik. Neue Rezepte für die Bruderschaft? Achso, genau. Prüfung des Vertrauens. Links neben dem Nordpol. Okay, Graham sollen wir noch suchen, damit wir unsere Karte kriegen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Man muss eben aufpassen, was man... Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Er ist natürlich doof, weil Neck ist ja tot. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Oh, Fletcher, das tut mir voll leid, aber... Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wo ist er? Nein. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist denn dein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Ja, scheiße. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Tja. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar. Ja, Matt, das ist doch... Mensch. Ne? Ich glaub kaum. Kann schon sein. Das Arschloch. Weg mit dir. Hier oben waren wir noch nicht. Hier oben waren wir noch nicht. Irgendwo soll hier noch ein gewisser... Hey, du! Die richtige Entscheidung. Chill, Bruder, chill.
Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Nein, Matt, ich renne für mein Leben gerne. Das ist eigentlich so mein Ding. Und hier ist ein Typ, der heißt einfach nur Guy. Das ist ja geil. Der hat bestimmt was zu sagen. Er hat einen Namen. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Welche denn? Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Sprechen wir gleich noch weiter mit dem kleinen Vordach. Lass uns lieber über was anderes reden. Aber nicht über das Problem. Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte nie einen großen Bruder. Auch keinen kleinen. Meine Eltern wollten mich nicht behalten. Ich bin sicher, das fiel ihnen nicht leicht. Ja, ich bin mir bestimmt nicht sicher. Der Kommentar dazu, geil. Ja, aber das Ding mit dem Vordach. Ach, das da. Die hat ein Vordach. Die hat ein Vordach. Da dürfen wir rein. Schön. Offensichtlich, das ist meine... Da konnte ich den Schinken nehmen. Klasse. Oh, nichts drin. Schade. Schade. Vielleicht in der hier. Auch nicht. Aber das ist unsere Hütte. Wunderschön. Wundervoll. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Korinis. Warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich auch egal. Vielleicht können wir ihn ja ansprechen, dass er sie verpissen soll. Verpiss dich. Willst du einen Moment allein? Ich hoffe, er hält jetzt erstmal seine Schnauze. Ist das hier wieder Fletcher? Ja, okay. Wir wollen mal mit Salz reden nochmal. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Weil da wollen wir ja wahrscheinlich hin. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Wahrscheinlich hast du recht. Gut, dass die Rüstungsspannen teuer sind. Das haben wir schon gehört. Das hat uns ja der andere Vogel da letzte Woche erklärt, dass er denjenigen unterstützt, der mehr bezahlt. Mal gucken, was der Typ hier sagt. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Gut. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Ja, so schlecht finde ich es bisher auch noch nicht. Die anderen Lager lasse ich jetzt mal außen vor. So, das ist Fletcher, mit dem haben wir schon. Ich suche die ganze Zeit irgendwie so einen Schmied, oder? Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, Matt. Ich dich aber nicht. Mich nervst du nur. Huno ist Schmied. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Gucken, was der Schmied sagt. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Kann der da im Hintergrund aufhören zu schleifen, ey? Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay.
Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Rohstahl. Rohstahl. Also können wir wahrscheinlich aus Rohstahl, wenn wir Geld haben, dass wir dann daraus Klingen machen und die wahrscheinlich Gewinnbringend verkaufen können. Könnte ich mir vorstellen. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Ja, bitte. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ach, das klingt sinnig. Boah, der Typ ist ja nervig, ey. Alter, geht der mir auf den Sack mit seinem scheiß Schleifstein da. Boah, fürchterlich. Aber daran sollten wir uns auf jeden Fall mal probieren. Ich höre nicht mehr. Oh, Fletcher. Okay. Also, Rohrtor Graham. Der letzte Scheiß. Das ist, glaube ich, das. Ja, Mordor ist auch noch loswerden. Früher. Für Torus. Für Torus wollen wir noch Mordrag loswerden. Da müssen wir mal schauen. Hm. Ich glaube. Also, wir können auf jeden Fall Schlösser öffnen mit 50%iger Chance des Versagens. Was ja schon besser ist als 90%. Ich glaube. Mal gucken, was wir mit der Information anfangen können. Dass er 150 Tacken dafür zahlen wollte. Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan. Ach, doof. Sind wir matt losgeworden? Wir sind ihn losgeworden. Halleluja. Oh. Schön. Jetzt müssen wir nur noch Graham finden. Der olle Typ, der sich die ganze Zeit aufregt. Da unten waren wir noch nicht. Vielleicht ist er das ja. Genau. Wir haben das Problem, dass wir im zweiten Kapitel hier auf dieser Bühne Musik hören werden. Ja, das ist Gravo. Und zwar leider kopiergeschützte Musik. Das heißt, da müssen wir irgendwie... Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Das ist doch nur ein Butler. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Interessante Geschichte. Naja, also wie so ein Mittelsmann, wenn man so will. Aber ich habe ja keinen Ärger. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu Diego, labern mal mit dem.
Weil wir haben ja jetzt für Fingers. Fingers hält uns ja jetzt für einen guten Typen. Grin. Grin. Was soll ich zu sagen? Muss wohl doch was dran sein. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Wenn du meinst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Na gut, das haben wir auch gehört. Prüfung. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Na ja, gut. Hallo, Diego. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Naja, mach's gut. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Das ist ja eher so eine durchschnittliche Aussage jetzt. So, ja, du bist nicht scheiße, aber du bist auch nicht gut. Kann schon sein. Wir suchen jetzt mal Graham. Der soll uns eine Karte verkaufen können. Schatten. Ein Buddler und ein Schatten. Ein Schattenbuddler. Ein Buddler in der Schatten, ich weiß es nicht. Buddler. Schatten. Gibt's viele, der da auf seiner Kröte. Da unten ist wieder der Haufen. Hey du! Die richtige Entscheidung. Ja, ich bin ja schon. Also Graham habe ich immer noch nicht gefunden und der soll mir eine Karte verkaufen. Das ist natürlich doof. Eine Karte wäre, glaube ich, richtig hilfreich. Keine Ahnung, wo wir genau. Also ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen, aber. Ich hätte das ganz genau auf schwarz auf weiß. Ich glaube, hier oben waren wir auch noch nicht. Vielleicht ist der hier mit bei. Beim Nordtor war die Aussage. Alter ran, mit dem haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Graham, da ist er doch. Schau an. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Gott, was hat der denn genommen? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Naja gut, da wir es gerade so mit so ein paar hässlichen Ratten aufgenommen haben bisher, will ich jetzt mich mit Menschen noch nicht unbedingt duellieren. 20 jetzt habe ich. Ich komme wieder. Also kommen wir wieder. Schade. Fragen wir nochmal den Kiffer, was er dazu zu sagen hat. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers.
erstmal abwarten. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass du so einer bist. Das ist ja alles wieder der. Das ist wahrscheinlich wieder der ganze übliche Mist. Okay, was machen wir? Wir könnten die Prüfung des Vertrauens schon machen. Der verschwundene Gardist. Ja, aber Neck haben wir doch schon. Die Butler in dem Viertel. Dann fragen wir doch mal die Butler nochmal, aber eigentlich. Naja, wirklich viel Neues sollte dabei wahrscheinlich nicht rumkommen. Manche lernen. Mit dem haben wir ja schon gesprochen. Man darf auch nicht. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Ich dachte, das wäre schon lange erledigt. Bequatscht so viel. Also ich glaube, die Butler können mir da nicht wirklich was zu erzählen. Und Neck haben wir ja schon gefunden. Also danke. Halt die Ohren. Ja, wir haben zwar nicht miteinander geredet, aber ist okay. Ist halt ein bisschen fraglich, weil dadurch, dass ich ja den schon gefunden habe. Und Fletcher ja jetzt eher so pisst ist, sag ich mal, weil er jetzt ja arbeiten muss. Was jetzt nicht so seins ist. Tja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir haben Neck ja schon gefunden, deswegen. Snuff hat, ne, als der Pilze flicken ging. Vielleicht können wir nochmal mit Snuff reden. Vielleicht hat der nochmal was dazu zu sagen. Aber ansonsten mit Sly haben wir ja schon gesagt, hier ist das Amulett und überhaupt. Also ich glaube nicht, dass wir bei der Quest noch großartig was machen können, aber... Du hast gesagt... Klar! Heute ist da... Gut, ein Tropfring kann. Also ein bisschen doof. Da finden wir offensichtlich nichts mehr. Da finden wir offensichtlich nichts mehr zu der Quest. Ich weiß aber auch nicht, wo wir noch was zu der Quest machen können. Können wir mal mit Sly reden. Komm, wir reden nochmal eben mit Sly und wenn das uns nicht weiterbringt, dann... Lass dich auf jemanden und du... Probieren wir es in der nächsten Folge erstmal weiter, würde ich sagen. Denn mit Fletcher und so haben wir ja schon geschnackt und Fletcher hat ja gesagt, ja, ne, ich weiß nichts, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Manche da. War doch klar, dass das ein... Hallo Jackal. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ja, seinen 10 Erz habe ich natürlich noch nicht. Mordrak. Kann schon sein. Umbringen will ich den eigentlich auch nicht. Immer wieder dieselben. Verlass dich auf jemanden. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir was machen. Weil umbringen will ich den nicht, das wäre doof. Vielleicht kann ich im, in dem Dingslager. Dexa, Bruder. Ja, sieht irgendwie alles nicht so pralle aus hier. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Schatten, ja. Ach, doof. Das ist ja doof. Naja, gut. Offensichtlich finden wir so schnell hier niemanden. Ich habe mal ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Sly jetzt momentan rumrennt oder auch nicht. Wie oft habe ich euch Penner? Du wieder. Ja, mit dem hatten wir auch schon das Problem. Ach, da oben ist er. Da oben ist er. Ja. Wow. Genau. Jetzt reden wir nochmal hier mit Sly. Wie läuft's denn so? Gut. Eine Hand wäscht die an. So ist. Ach, der hat auch nichts Neues für mich. Also, wie wir die Quest beenden, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, mit Mordrak. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen, was wir nächste Folge machen. Vielleicht gehen wir auch schon erstmal in Richtung eines der anderen Lager. Da gibt es ja bestimmt auch eine arschvoll Quest zu erledigen. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge von Gothic 1. Bis dann.